Hallo und ein herzliches Willkommen zurück in Neudantoria mit Malkondo. Und mit Mulenia. Hallo. Hi. Erstmal was essen. So, wir waren in der Höhle. Warum waren wir eigentlich in der Höhle? Um Sachen zu suchen. Wir waren einfach, haben nur so gesagt, Höhlentour, ne? Nee, wir wollten Stripmine. Ach, Stripmine, richtig, genau. Und, Sachen sammeln. Genau, wir sind ja auch auf der richtigen Höhe hier, genau. Und dann sind wir irgendwie in die Schlucht hier, wo wir schon mal. Ja, hier waren wir ja schon mal. Genau, und von hier aus wollten wir uns dann jetzt irgendwie weitergraben oder so. Ich gehe mal zwei. Also ich glaube, hier waren wir schon, müssen wir nicht in die andere Richtung. Ja, hier unten ist der Gang, wo wir wahrscheinlich rausgekommen sind. Wo bist denn du? Ich bin da reingefallen wieder in den Gang. Reingefallen? Ach, da. Ja, da sind wir ja rausgekommen. Genau. Dann wollten wir hier weitergehen. Genau, Richtung Süden. Oh, geh weg. Ich komme da nicht weg. Kann hier nicht rausspringen. So. Alles ist gut. Dann sollten wir einen kleinen Bogen machen. Genau. Dieser blöde Zombie nervt. Ich höre den jetzt nicht mehr. Dann bin ich wahrscheinlich einfach nur zu weit noch hier hin. Wahrscheinlich. Zu weit rechts sozusagen. Dann gehe ich jetzt hier außen vorbei. Moment, hier ist ja auch noch Höhle. Moment mal, ach genau. Brauchten wir nicht irgendwas... irgendwas Kobbelmäßiges? Ja, Kobbel brauchten wir auch. Ach, genau, für die Mauer. Deswegen sind wir unterwegs. Wir brauchen Kobbel für die Mauer. Ja, aber ich glaube, du hattest recht, wir wollten auch Strip meinen und, genau, und überhaupt. Beides zusammen. Wir wollten das zeitgleich machen. Genau, weil wir sowieso gesagt haben, wir brauchen eh Kobbel. Genau. Dann trifft sich das ganz gut. Ah, hier ist schon wieder Wasser. Irgendwie ist das gerade ein bisschen nervig. Ich hätte ja auch gerne noch einen Dungeon oder sowas. Hatten wir schon einen Dungeon in Dantoria? Nee, nein. Was hast du da gefunden? Kohle und Redstone. Ach, hier ist auch Kohle. Also nichts Weltbewegendes. Ja. Und auch Redstone. Wenn ich Diamanten finde, hörst du das schon? Ja, davon bin ich überzeugt. Deswegen bin ich auch eigentlich davon ausgegangen, dass du Kohle oder so gefunden hast. Ich glaube, wir sind zu nah zusammen. Kann das sein? Wir haben doch eine Dings dazwischen, oder? Ich habe hier Eisen. Ja, ich auch. Naja, wir müssen doch... Ich gehe noch ein... Ich gehe eins weiter. Okay. Das ist auch in Ordnung. Oh. Schwupp. Oh, was war das denn? Das war meine Superschaufel. Ja, das höre ich. Achso, ich habe ja auch eine Schaufel. Das war nur so eine popelige Billigschaufel. Ah, ich habe eine Superschaufel. Aber immer noch besser als sich mit der Hand durchzugraben. Ja. Ist wieder dunkel. Mensch, nicht ein Diamanten bis jetzt. Oder stimmt, hatten wir schon was gefunden? Ich muss mal kurz gucken. Also... nee. Doch, also sechs Diamantenerz hatte ich schon gefunden gehabt. Cool. Die hattest du, glaube ich, gefunden und ich habe die abgebaut mit der Behutsamkeit. Ach genau, so war das. Genau. Schon wieder vergessen. Ja. Haben wir eigentlich eine Glückhacke? Nee, ne? Nee, wir wollten uns nochmal eine erstellen. Ja, hier sind wir wieder unter irgendeiner Schlucht, in der wir aber schon waren. Jo. Wieso habe ich denn jetzt die Fackeln da raus? Na. Hier, Redstone. Ich finde das gut, dass es sich endlich mal lohnt, Cobblestone halt zusammen. Das ist immer so, ja. Sonst ist das immer so nervig. Und denkt sich immer, oh, das müllt mir das Inventar so zu. Ja, aber jetzt brauchen wir einen. Jetzt lohnt sich das dann tatsächlich mal. Ich glaube, mittelfristig muss ich mir mal eine neue Spitzhacke machen. Ja? Ja, oder die reparieren oder was weiß ich. Aber da weiß ich immer nicht so genau, wie das neu ist mit dem Reparieren, ob sich das überhaupt lohnt. Doch, das lohnt sich, absolut. Also zumindest die ersten Male. Das wird ja immer teurer, ne? Ja, genau. Die Schaufel ist gleich kaputt. Schaufel? Mhm. Oh, ich habe hier eine Höhle mit Lava und so. Eine Lava. Oh. Hallo. Hallo. Hier ist eine Lavahöhle. Wir haben doch bestimmt Erde dabei. Wollen wir da mal ein bisschen zumachen können hier.
Kann nicht schaden. Hier ja, ist ein wenig Kohle. Redstone hier rauszuholen. Oh, ich kann nichts mehr einsammeln. Mal kurz was in meinen Rucksack stopfen. Das nicht. Das kann man wegwerfen. Den kann ich gleich in die Lava werfen. Den blöden Feuerstein. Ja, also ein Kram, was man nicht braucht. Ich mach das auch mal, das ist eine gute Idee. Ja, Feuerstein ist so eine Sache, die Fleisch brauchen und wir sowas. Nicht. Ja, Erde kann da auch weg, der Kies kann weg. Das behalte ich erst noch. Ja, kann man sich jederzeit ja wieder neu holen. Ist ja nicht so, dass das nicht ginge. So, dann ein bisschen umpacken. Wozu hat man seinen Backpack dabei, ne? Eben. Warum fliegt eigentlich Phoebe nicht rum? Warum hängt die mir schon wieder im Inventar? Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich habe hier einen Bogen dabei. Zwei Bögen sogar. Sowas. Ach, ich wollte gerade sagen, Mensch, wir haben gar keine Werkbank mitgenommen, aber ja, wir haben ja eigentlich unsere Werkbank immer dabei. Da kann man ja doch mal was zusammenpacken hier. Ja, da kannst du auch mal was stacken. Also, weißt schon. Ja, ja. Ich gehe schon mal ein bisschen weiter. Ja, ich komme gleich. Ich will nur kurz den Redstone hier zusammenpacken. Das ist sonst nämlich alles so viel. Ja, lass dich nicht abhalten. So, Kohle kann man ja auch stacken. Irgendwo ein Psycho. So, dann kann das wieder in den Rucksack. Dann habe ich schon wieder ein paar Plätze frei. Das höre ich ganz genau. Ja. Einfach nicht wundern. Ja. Gut, dann gehe ich hier weiter. Phoebe, häng da nicht rum und komm jetzt. So. Da ist eine dunkle Höhle, aber das ist auch nur eine Höhle. Ich höre Zombies. Oh, wir... Wir bauen uns auch direkt auf Lava zu. Da müssen wir gleich wieder aufpassen. Ein riesiger Lavafluss. Ja, aber wir gehen da... Achso, nee, da kommt er. Okay, alles klar. Kurz sagen so, hä? Der ist doch total weit weg. Nee. Der scheint doch direkt auf unserer Höhe zu sein. Der ist genau auf unserer Höhe. Da kommt schon die Lava. Sollten wir vielleicht ein bisschen höher gehen? Geht das? Ja, können wir gleich... Schau mal. Baue mich da mal ein Stück zu dir rüber. Ja, ich gehe schon mal ein Stückchen weiter nach oben. Ich habe keine Fackeln mehr, so ein Mist. Oh, hey! Entschuldigung. Ja, das wollte ich nicht. Ich habe nicht gesehen, dass du da bist. Das ist aber nicht nett. Ist dir klar, oder? Ja. So. So, gehen wir noch den einen hoch. Ich glaube, das sollte reichen. Na, ich hoffe es doch mal. Ich baue mich da jetzt einfach mal weiter. Ja. Ist jetzt zwar Ebene 14, aber... Ja, gut. Der ist so wurscht. Also, können ja gleich, du kannst gleich wieder runter. Weil da sind auch ein paar Höhlen. Ich gehe dann jetzt auch schon wieder runter. Wir sollten jetzt nämlich drüber sein. Was ist denn das da? Hier. Diamanten? Kannst du dann abbauen wieder? Ja, ich hole die mit der Behutsamkeit raus. Eben. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen... Das ist nur einer gewesen? Und kriegen dann noch eine Glückhacke. Echt nur einer? Boah. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Nee. So, ich gehe dann wieder zur Seite hier. Zwei ja, ist weiter. Gut. Ordentlich am Rumblubbern hier, die Lava. Mhm. Welcher Ebene bist du jetzt? Ich bin auf 12. Na, ich gehe auch noch eins tiefer, glaube ich. Jetzt buddeln wir uns genau auf Wasser zu. Na toll. Aber Wasser ist nicht so schlimm wie Lava. Das stimmt. Oh. Oh, eine Höhle. Oh, ein Creeper. Geh weg. Nein! Ne? Dich runterfallen und anfangen zu zischen, das ist nicht nett. So, ich bin jetzt in dem in der Schlucht drin, ne? Ja, ich bin noch nicht so weit. Ich hänge noch weit hinter dir. Ich warte hier auch, in Anführungszeichen warte ich genau hier. Ich bin schon ein bisschen weggegangen, um ein bisschen Erze einzusammeln.
So, ich auch hier in Schlucht. Ich komme gleich wieder zurück dahin. Dann können wir von da aus weitergehen. So, da. Ah, ich bin hinter dir. Hier ist Gold. Oh ja. Da hinten ist noch ein bisschen Eisen. Das kann ich nochmal mitnehmen, da. Oh, ist sogar noch mehr Eisen. Auf cool. Kohle. Und Lava, ganz viel Lava, da sollten wir nicht weitergehen. Oh Mann, hier ist auch viel Kohle wieder. Das ist also diese Kohlevorkommen, die sind ja immer riesig, ne? Das ist ja. Nur das nur Eisen. Ja, es ist schon krass. Da ist Lapis. Na super. Noch irgendwas Interessantes, kann ich gar nicht so einfach sehen. Ich komme mal in deine Richtung. Mhm. So. Also eigentlich können wir uns weiter buddeln. Ich glaube nicht, dass es hier noch viele Dinge gibt. Wahrscheinlich nicht. Gehen wir doch einfach weiter noch ein Stück. Ja, komm gleich. Mal eben die Kohle mitnehmen hier. Ich würde nur halt machen für einen Dungeon. Oder irgendwas anderes Tolles. Ja, so viel anderes Tolles gibt's ja gar nicht. Nee. Doch, eine Festung könnte man noch finden. Eine Festung? Ja. Stimmt, aber unterirdisch? Sind die unterirdisch? Ja. Ja? Ich dachte, das sind die Dinger, die nur überirdisch sind. Nein, nein, die sind unterirdisch. Ich bin einfach dem Gang weitergegangen, wo wir rausgekommen sind. Wo war das denn hier? Dann gehe ich mal. Ich gehe mal zwei weiter nach links. Warte mal eben. Eins, zwei, hier weiter. Welche Ebene bist du jetzt? 12. Okay, ich gehe runter auf 11 gleich. Oh, Diamanten. Ja, super. Oh, da über Blubberts. Also schön vorsichtig sein. Mhm. Obwohl, ich glaube, es hat sich nur noch blubbern angehört, aber doch nichts. Oh, hier sind auch Diamanten. Kommst du mal zu mir? Du musst einfach wieder zurückgehen und dann etwas nach rechts. Da siehst du das dann schon. Gott, wie tief bist du denn? Ja, hier war Kohle. Bist du denn überhaupt? Über dir, ich buddel mich gerade runter. Hä? Da hinten bist du ganz hoch. Hä? Achso. Da. Und da hinten. Das sah aber anders aus. Oh, Diamant. Oh, wie schön. Schöne, tolle Diamanten. Jawohl. Jetzt haben wir schon 19 Diamanterz. Das finde ich okay. Ja, das ist doch schon mal ja, was. Damit kann man ja, da ein bisschen was an Glück mit Glückhacke rausholen können. Ja, das fände ich schon recht nett. Ja. Und da, ich habe jetzt schon 32 Level, also... Ich habe 48. Ich habe aber auch weniger verzaubert bisher als du. Mhm. Du hast ja schon einige Bücher auch verzaubert und so weiter. Ja, das stimmt. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ich muss doch wieder rüber. Ich sehe nichts. Ich muss wieder in meinen Gang. Ja. Hier ist Gold. Aber irgendwie finde ich meinen Gang nicht mehr. Hier ist Redstone. Dann mach doch einfach einen neuen Gang. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Ich gehe einfach von hier aus weiter. Auf Ebene 12. Du bist ja so tief momentan. Ich bin auf 8, ja. Mhm. Redstone schon wieder. Mhm. Ich frage mich jedes Mal, wozu ich das einsammle. Für die EP. Ja, es ist aber auch das Einzige. Ja, wirklich brauchen tun wir es ja nicht. Ne, eher weniger, ne? Oder ist... Eisen in der Decke hätte ich beinahe übersehen.
Ja, es kann schnell mal vorkommen. Ja, es leuchtet ja nun auch nicht so. Das stimmt, der Part ist zu Ende. Ja, ich weiß. Ich wollte noch eben schnell das Redstone hier aus der Wand holen. Okay. So, dann können wir von mir aus den Part beenden. Ja, meinetwegen können wir das auch machen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.